Miau. Viel Spaß. Swoosh. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ich singe schief. Mit mir, dem Sensalon. Ich hatte ja letztes Mal so inständig um ein kleines Päuschen gebeten. Hab eben was gegessen, mir was zwischen den Kauleisten geschoben. Lecker Krautroulade, nom nom nom, mit Kartoffelpüree und Zwiebeln und alles. Nom 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 nom. Das war ganz lecker. Und ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht mehr so fällen wie die letzten Male. Auch jetzt muss ich die Stelle nochmal machen. Scheint nicht so. Na gut. Besiegt, wohl besiegt. Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, schön lecker Krautroulade. Noch für Witz des Tages einen Spruch rausgesucht. Wie gesagt, mein neues Verabschiedungsprojekt steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da muss ich mir noch vernünftige Quellen oder alles raussuchen und ach komm doch hier runter. So. Oh, Moment. Da hat's im Ohr gejuckt. Keine Angst, ich wasche mich regelmäßig. Manchmal. Jedenfalls, weiter geht's. Drehen wir mal hier lang. Okay. Hier haben wir noch ein paar Spinnen, die mich entdeckt haben. Ah, ich verstehe. Muss ich die Plattform nochmal runter. Runterziehen. Na kommt doch runter, ihr lästigen Viecher. Damit ich euch verquetschen kann. So, dann holen wir uns das nochmal. Ist ja kein Problem. Gott sei Dank kriege ich es noch mit und laufe nicht 10 Minuten blöd durch die Gegend. Aber das gehört dazu. Alles live, alles, ja. Alles fail, alles live. Gut. Was haben wir hier? Soweit so gut. Das ist nur die Frage. Würde das gehen? Ja, das klappt ja wunderbar. Ich habe nämlich, glaube ich, vage in Erinnerung, dass ich die Plattform da drüben brauche. Zumindest unter Plattform verstehe ich dieses Klumpending da. Ich krieg das schon irgendwie hin. Vielleicht war auch der Weg zu weit, dass ich jetzt einfach ganz an der Kante rüber schubsen muss. Geht er schon wieder los, ne? Soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich damals auch relativ geplagt. Und soweit ich mich erinnern kann, erwähne ich sehr oft, soweit ich mich erinnern kann. Echo, Echo. Die Plattform runterziehen, okay.
sich das ausgeht, wenn ich sie hier drüber schieße. Nein! Ach komm, ich hatte doch... Ach komm, das ist jetzt beschiss. Ich hatte doch die Faust aufgeladen. Das war jetzt echter Beschiss. Na schön. Wir kriegen das hin. Blöde Rätsel. Laut Packshot war ja das, oder ist das Spiel ja ab 16 freigegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 16-Jährige diese Rätsel hinkriegen. Ich will ja jetzt nicht hier die 16-Jährigen schlecht reden, aber... Zumindest nicht die heutigen. So. Es geht doch. Nein, was? Ihr sollt die Dinger noch nicht fangen. Ich bin Drecksviecher. So nämlich. Oh, da ist ja noch so einer. Komm. Wie das jetzt nicht wahr ist. Oh, oh, oh. Okay, die Bombe war gar nicht für das Ding gedacht, sondern für hier. Gut zu wissen. Wie war es, wenn das irgendwie ein Krankenbett war? Im Krankenzimmer. Wer wagt es? Ach, bin neu. Oh. Hier noch mal die Faustwaffe ein bisschen aufleveln. Er wollte es zumindest. Das mit dem Witz des Tages, um es noch mal so ein bisschen zu erklären, ich suche ja immer noch, da ich noch relativ neu eigentlich bin, immer noch, immer so ein bisschen Sachen in erster Linie nicht zu verbessern. Und zweitens, um meinen eigenen Stil zu finden. Und vielleicht bringt mich ja der Witz des Tages so ein bisschen in die Richtung. Eigenen Stil und so. Ach komm. Muss ich mal eben kurz ein klein wenig anders hinsetzen, so. Das ist auch nochmal eine Ladung. Irgendwie verworre ich mich hier gerade wieder selbst in einen kleinen Kabelsalat. Controller und Headset und alles und ja. Ich werde mich mal eben kurz bemühen, diesen zu entwirren. So still. Oh, okay. Still und heimlich, es halt geht. Moment, ganz kurz. So, das sollte hinhauen, meine ich. Dann sind wir wieder hier. Oh. Oh.
ist irgendwie ganz schön heftig. Meine Güte, war der heftig. Meine Güte. Mal sehen, wo es hier noch lang geht. Aha. Ein paar Seelchen. Ist sich das hier auch gleich wieder zugestrüppt hier? Kann man das sagen? Zugestrüppt? Mehr Spinnen. Ich bin so glücklich. Hier, nimm den Rollstuhl. Euch kann ich mich halt wenigstens voll laben. Hm. Aber noch was von der Krautroulade hier. Auch. Lass mich doch mal in Ruhe essen nebenbei. Ein hungriger Gamer ist kein guter Gamer. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Aua. Ihr seid gemein. Gut, gut. Und jetzt? Ach, da oben sind auch noch welche. Ach, da ist der Gang. Den hab ich gar nicht gesehen. Komm nur runter, damit ich dich zerdrücken kann. So, immer schön umsehen. Man könnte ja was übersehen. Hier. Ja. Kein Tipp für mich? Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, der war damals irgendwie nützlicher. Kann ich darüber gleiten? Ja, denke mal. Huch. Wieder kein Weg zurück. War so ein Schlüssel. Oh, komm. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Jetzt, wo ich volle HP habe, ich glaube, die spare ich mir trotzdem noch auf. Was haben wir denn hier Feines?
Wieder eine neue Waffe. Abgrundkette. Feuert eine Kette mit Spitze ab, die sich an Feinden oder beweglichen Objekten festsetzt. Benutzen Sie RT, um die Kette an dem anvisierten Feind oder Objekt zu verankern. Ah. Oh, aua. Große und starke Gegner können nicht mit der Abgrundkette herangezogen werden. Stattdessen zieht Krieg sich selbst damit zu ihnen heran. Ohne Panzer ist das Ding relativ heftig. Jetzt aber. Igitt. Ah. Verstehe. Jetzt kann ich mir die Kiste hier krallen. Dafür sind die gedacht. An blauen Kettenpunkten kann Krieg sich schwingen, während rote Kettenpunkte es ihm ermöglichen, sich dorthin zu ziehen. War ich ja noch Spider-Man. Zielen Sie mit der Abgrundkette auf eine Kettenoberfläche, um Krieg zu dieser zu ziehen. Darf ich mich hier erstmal ein bisschen umsehen? Wäre ganz lieb. Na gut, hier gibt's wohl nichts mehr. So. Ich bin jetzt gerade echt voll wie Spider-Man. Wie geht's denn da jetzt hoch? Bin ich blöd? Noch nur mit einem Sprung hier hochgehen. Suchen wir es gleich nochmal. Ich kann keinen Doppelsprung machen, wenn ich mich von der Wand abspringe. Das gibt's doch nicht. Wenn ich hier gar nicht hoch muss, oder noch nicht hoch muss. Ich kann mich doch auch hier wieder zurückbewegen, meine ich, denke ich, glaube ich. Oder? Oh, der. Ich stelle mich gerade schon wieder selten dämlich an, glaube ich. Dahin gehen. Aber warum kann ich nicht begeben?
Nicht schon wieder. Ich komme schon wieder nicht weiter. Was ist denn heute los? Hier habe ich auch nichts übersehen oder irgendwas in der Richtung. Hä? Ach komm, ehrlich. Na. Die Leute werden echt denken, ich mache das mit Absicht. Ah, Teil der Abgrundrüstung. Sehr schön. Dann hätten wir jetzt die Hälfte, meine ich. Zumindest von der Abgrundrüstung. Ich verstehe, der Chronomant ist wohl dafür da. Hm. Ich muss das neu belegen hier. Ich brauche jetzt die Kreisklinge. Kreuzklinge, Verzeihung. Was? So, so wollte ich es haben. So. Hä? Mir kriegt man echt nur Hä und Hö und Huch zu hören. Hat das jetzt nicht geklappt? Ich muss doch an den vorbei. Verzeihung. So, okay. Muss ich besser drauf achten. Schlüssel des Betrachters. Geht gut, gut. Nehmen wir mal mit hier. Kann ja nicht schaden. Nur wie komme ich jetzt zurück, ohne dass mich die auffressen? Ah, okay. Ich hoffe, ich drüber springe einfach. Vielleicht einen von denen ausschalten. Nämlich so. Lass mich durch, lass mich durch.
Oh nein. Komm. Nicht dein Ernst, oder? Aha. Na, wirst du wohl. So. Die letzten beiden Folgen totale Verwirrung, heute totale Tollpatschigkeit. Da wollte ich mir nur die Seelen da krallen. Ich glaube, die lasse ich lieber. Mal da unten. Ja, auch ein paar Seelchen, die ich ja gerade nicht wirklich benötige. So. Oh, hallo. Au, 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 au. Das ist unfair. Oh, oh, oh. Ihr gebt mir echt auf den Piss. Erstmal einen Klingengeist ins Gesicht. Au, 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 au. So. Ratsch, ratsch. Two down, two to go. Ja, dann hätte ich gesagt, mache ich hier mal wieder ein kurzes Päuschen. Dann wird es auch Zeit, denke ich mal, für den Witz des Tages, wie ich schon sagte. Der lautet wie folgt. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Denkt mal drüber nach. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.